Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Und ja, wem es aufgefallen ist, also wahrscheinlich jedem von den ein, zwei Leuten, die das letzte verfolgen. Riesige Rabe. Die letzten Tage war es ein bisschen dürftig mit den Uploads. Was soll ich sagen? Tatsächlich hat mich das Kranksein doch ein bisschen mehr erwischt, als ich gedacht habe. Und es wäre zwar per se möglich gewesen aufzunehmen, aber ich war wirklich mit einer absoluten Lustlosigkeit aufgrund meines körperlichen Zustandes verflucht. Hoppala. So, da ich es dann tatsächlich nicht getan habe. Und hoppala, achso, hier geht's ganz runter. Das war das. Und entsprechend gab es halt einfach mal gar nichts. Nur bei Vampir eben noch, weil da aber auch längere Aufnahmefolgen schon im Vorfeld gemacht wurde. Da war ich ganz glücklich drüber. Aber ich gelobe Besserung. Platsch. Und dass jetzt ein bisschen mehr Output wiederkommt, die nächsten Tage und Wochen, jawohl. Also das sollte sich jetzt einigermaßen wieder regulieren, so langsam, aber sicher. Nur, dass ihr Bescheid wisst, warum, wieso, weshalb. Tut mir auch leid und so, aber manchmal braucht man eben doch ein kleines bisschen Auszeit. Uchi sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Klingt schon fast ein Herausforderungsgrab, diese Nebenmission. Ich habe schon wieder FPS aus der Hölle hier. Gut, nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal, aber schön ist es trotzdem nicht. Komm rauf hier. Hopp. Zack. Aber keine Ahnung. Es ist diesmal jedenfalls kein Download im Hintergrund aktiv, was das irgendwie verschlimmern könnte. Ups. Das war natürlich nicht so... Wenn es beim Sprung hakelt und ich dann vielleicht einen Absprung verpasse, wäre natürlich schon ein bisschen doof. So, einmal rauf bitte. Man fragte jetzt nur, wie die Leute hingekommen sind, die jetzt hier gesucht werden. Mann, es ist jetzt nicht gerade ein Allerweltspaziergang, Gangfahrt, Wanderpfad und überhaupt sowieso. Aber ich fange schon wieder damit an. Ich wollte es ja eigentlich lassen. Mit diesem, das geht ja so gar nicht und das ist doch nicht normal und bla, aber das ist ich kann es nicht lassen. Schlimme Sache, das. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Aha. Das passiert also, wenn sich die vielen quasi unterdrückten armen Leute gegen die wenigen Reichen auflehnen. Finde ich gut. Sollte öfter passieren. Wäre vielleicht aktuell auch mal wieder so. Andererseits, jein, mit der Aussage momentan könnte man ein bisschen vorsichtiger sein. Ich meine, wenn ich jetzt so eine gewisse Partei bedenke, könnte es nach hinten losgehen. Wobei ich hoffe, dass dies nicht viele sind. Es ist momentan schwer zu... Ah, was? Einfach reingerutscht. Ich bin eigentlich stehen geblieben gerade. Mensch. Weiß, bei jedem Abgrund bleibt sie stehen, bevor ich drauf zulaufe. Aber da, wo unten schöne Pika sind, läuft sie einfach geradeaus weiter. Mensch. Lara, Lara, Lara. Überlebensinstinkt ist nicht so deins, ne? Auch wenn du hier so zack aktivieren kannst einfach, aber diese hier bringt offenbar nicht immer so viel. Wop. Das war zu früh. Alter, das ist einfach eine dumme Passage. Man kann es so schlecht sehen. Den Lichtverhältnissen hier. So, nochmal gestorben, was soll's. Ich habe ja viele Leben. Ich bin ja wie eine Katze. Apropos Katze. Die einen sagen ja, Katzen haben 7 Leben. Die anderen sagen, Katzen haben 9 Leben. Ich weiß gar nicht, was davon jetzt in Anführungszeichen richtig ist. Ich meine, beides wird irgendwie richtig sein, aber ich glaube, das eine kam ja mit den 9 Leben, kam aus dem alten Ägypten, wird vermutet. Oh, jetzt aber. Da Katzen damals als eine Art Vorkoster genutzt wurden. Nachdem die von der Krankheit ausgehende Gefahr gebannt war, erfuhren wir, dass Lopez bereits wieder fort war. Während einige von uns einen Verrat vermuteten, sorgten sich andere um sein Wohlergehen. Uns blieb nichts anderes übrig, als in der Stadt zu bleiben, und das aus zweierlei Gründen. Sollte Lopez wieder zu Sinnen kommen und das Artefakt zurückbringen, wären wir bereit. Falls nicht, wäre dies der beste Ort, um unsere Suche fortzusetzen. Wir trafen eine Vereinbarung mit dem König, der uns die Rolle seiner Garde, Ärzte und Priester überließ. Ist das jetzt aktuell? Ist Lopez über
rückläufig oder was? Oder? Jedenfalls gab es da wie im Ägypten neun Gänge bei einem Mahl. Und Katzen durften eben Vorkoster spielen. Wer ist hier nicht? Keine Typen, die ich jetzt mitnehmen soll? Und daher dann neun Leben. Bei den sieben Leben habe ich keine Ahnung. Wobei das noch andersrum sein kann, dass es sieben Das hier Gänge zeigt waren. einen Bin mir nicht ganz Massenzug sicher aus gerade. einer großen Stadt. Das muss Manco sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. Ja, auf jeden Fall. Das erkennt man sofort. Etwas stimmt nicht. Ja. Das ist mir auch klar. Hier müsste irgendwas sein. Ich kann ja nichts. Ach so. Also, ich werde dahinter wohl keinen finden. Denn dann wäre die Wand ja hier nicht aufgebaut, sondern kaputt, wenn da jemand drin wäre, ne? Oder was? Aber ich da jetzt jemanden finden will, dann drehe ich aber durch, dann. Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Aber wo sind die, die es suchen sollten? Flupp. Da, papp, papp, papp. Oh, der normal so eine Falle. Nein, 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 nein. Mensch, Mensch, das war aber knapp, du. Okay, sag mal, direkt vor ihrer Nase, ne? Mann, 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 Mann. Schon gefährlich hier alles. Aha. Eigentlich hat Dulé noch mehr lernen. Lernen, lernen, ich Das bin sehr könnte ein Amulett wissbegierig. des Bauernerlösers sein. Der Kult von Kukulkan hat es möglicherweise gestohlen, um seine Schakakan. Verehrung durch die Paitizianer zu verhindern. Genau. Vielleicht wurde es den Kultisten aber auch als Bezahlung für ihren Schutz überlassen. Wer weiß. Ein Mysterium, das wir niemals ganz aufdecken werden. Die Doch sterblichen mehr. Überreste des Bauernkönigs wurden an einen geheimen Ort gebracht. Wir wissen, dass der Kult Gegenstände und Artefakte stiehlt und sie den Menschen vorenthält, um sie fügsam zu machen. Wir werden nicht zulassen, dass auch Manko derart entweiht wird. Gute Sache. Und der Kult ist jetzt Trinity, oder was? Die Schweine. Da, da, da. Ja, Pauten sowas, ey. Was Unpraktisches hier. Mann, Mann, Mann. Da komme ich lang. Und da komme ich lang. Das sieht mir aus wie. Nein, da muss ich lang. Also, gucken wir das mal auch mal links und. Nein, doch nicht. Nur rechts. Fusch. Wir wollen ja nichts übersehen, aber keine Angst, hier ist ja nichts zu übersehen, offensichtlich. Habe ich da auch. Ach doch, da komme ich durch. Okay. Aber hier ist weiter nichts. Außer. Bisschen Jade. Oder was sogar Gold? Ich hab's nicht erkannt. Clara ist zu breit. Den ganzen Weg versperrt. Ups. Willst du machen? Geh mal auf die E, du. Magermodel will sie sein, jawohl. Ich hasse Mankos Magermodels. Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. Verdächtig inwiefern? In Falle? Das hier, ja, das hier, alles klar. Tja, sie sagt zwar so verdächtig, aber sie tut nichts dagegen, ne? Und jetzt bin ich hier erstmal gearscht. Wupp. Meins. Das ist aber Gold. Gold! Pick, pack, puck. Noch ein bisschen Algen. Ah, da geht's lang. Aber erstmal mal Luft holen. Oh, komm ich da raus? Nee, schafft's ja nicht. Erstmal Haare trocken machen, ist klar. Bisher lohnt sich. Nein. Da kommen wir nicht durch. Nehmen wir also mal wieder den ominösen Wasserzugang, bei dem wir vorher nicht wissen, ob wir ersticken oder ob wir durchkommen. Ah, wir haben es geschafft. Glück gehabt. Aber Lara hat aber Glück bei solchen Sachen. Ne? Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manko vor dem Kult von Kukulkan. Kokolkan.
Hier wollte ich gerade reinkommen, ne? Von der anderen Seite. Ja. Kommt hin. Hopp. Ich brauche eine bessere Taschenlampe. Die ist so dunkel hier. Bringt's nicht so. Mehr Wasser rein, bitte. Oder wenig. Scheiße. Nein. Oh, Mist. War es nicht klar, dass es passiert? Mir schon. Keine Angst. Wir müssen ohnehin nach oben. Alles geplant von mir. So halbwegs. Patsch, patsch, patsch. Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Ja, Moment bitte. Inzwischen ist es auch klar. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Jetzt heißt hier noch Leichen treffen. Das ist schon ein bisschen komisch. Obwohl, nee, doch nicht wirklich. Das Wasser wird gehindert, da durchzufließen. Na, runter. Runter. Also staut es sich hier ein bisschen mehr. Es ergibt schon Sinn. So, hier ist weiter nichts. Ich kann da nicht drauf schießen. Obwohl, es sei denn natürlich, vielleicht, eventuell, jetzt ginge es. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Sehr nett von ihnen. Zieh! Waren sie stark. Das war jetzt so unnötig eigentlich. Ich meine, ich... Eigentlich... Was knischt denn hier so aus Holz? Ganz schön morsch, wa? Das wäre eigentlich halt unnötig gewesen, wenn du einfach nur... Und wir so einen Gang machen können. Wieso diese komische Seilaufbrechbarriere? Das wirkt dadurch so unglaubwürdig. Also wer soll denn sowas hinbauen? Oh, warte. Na hoch. Wollte nicht hochschwimmen, die Blöde. Oh oh. Also, schon ein bisschen dumm jedenfalls. Oh, komme ich da jetzt durch? Das ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich beim Schwimmen. Egal, geschafft, geschafft. Da wurde andere Eingang jetzt irgendwie dann versperrt da unten, oder was? Ja, scheint so. Jedenfalls, warum sollte jemand sowas tun? So ein Quatsch. Das war auch gameplaymäßig jetzt nichts Dolles, weil man da einfach nur ein bisschen genervt wurde, was zu machen, was wir nicht hätte machen müssen eigentlich. So ein völlig unnötiger Einschub. Was? Für Jade habe ich immer Platz, dachte ich. Mist. Hallo? Hallo? Geht doch. Leichenmief. Jetzt muss es zurück zu Uchu. Tja, aber wo sind die Typen, die es eigentlich besorgen sollte, ist die wichtige Frage gerade. Nun ja. Was soll's? Dinge, die niemals aufgeklärt werden können. Ich kam von hier? Ja, ich denke schon. Ich hätte gerne Shortcut. Aber zumindest, das ist wiederum natürlich irgendwo gut, habe ich die Typen jetzt nicht gefunden. Denn das würde ja heißen, dass die auch die gleichen Pfad gegangen wären. Das war ja alles zu gewesen bis hierhin. Also schon gut, aber irgendwie trotzdem komisch, weil ich wollte ja eigentlich suchen, dachte ich. Und jetzt komme ich halt nur mit dem Amulett, aber ohne die Typen zurück. Also gehen wir davon aus, die sind alle tot oder was? Die Frage ist nur, wobei sind sie gestorben und wann und wo? Weil Leichen habe ich hier nicht gesehen auf dem Weg. Und so krass weit weg vom Lager. Ist hier gerade die Bodenfalle? Ich glaube ja. Ist das ja hier nicht. Also es ist jetzt keine Weltreise bis hierher, dass man auf dem Weg da irgendwie umkommen könnte. Ist ja so ein ziemlich sicheres Terrain bis hierher. Ist halber das Dorf bloß. Daher keine Ahnung, wieso ich das machen musste und die es nicht selbst geregelt kriegen. Naja. Eines dieser Geheimnisse, ne? Ja, ja. Wie komme ich jetzt im Guten wieder hier weg? Ein Sprung des Glaubens, okay. Whee! Flatsch. Oh, aber fast auf dem Boden aufgeschlagen hier. Oh, ist aber dunkel. Oh, hier würde ich auch nicht tauchen wollen. Ich weiß, es ist bloß ein kleiner See und so, ne?
Aber... Oh, ist das gruselig.